willkommen in meinem Musikzimmer zu einer weiteren Musikstunde mit Uriah Heep's Lady in Black. Es steht auch in D-Moll und wird sehr schnell gespielt. Ich zeige euch die Noten zuerst. Eine Strophe des Liedes hat 3 Zeilen und jede Zeile hat 4 Takte. Am Anfang steht ein Auftakt, hier seht ihr das Vorzeichen B. Die rechte Hand ist ziemlich einfach zu spielen und wenn ihr die Akkorde könnt, könnt ihr auch das Muster ziemlich einfach spielen. In der dritten Zeile, da ist der Refrain. Da werden die Noten teilweise übergebunden und es kommen auch 16. Noten vor. Fangen wir an. Wir spielen die erste Zeile, die rechte Hand. Der Daumen liegt auf der zweiten Hilfslinie auf dem kleinen A. Das ist das A unter dem C1. Und ich spiele A, D, 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 F, E, D, D, A, D, 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 F, E, D, D, E. Und nochmal Takt 1 und 2 mit Fingerzahlen. 1, 2, 4, 3, 2, 2, 1, 2. Legt der Daumen auf dem C, 1 und 2, E, G, B, F, E, D, D, E, D. Und der Daumen wieder aufs A. Nochmal Takt 3 und 4, Daumen liegt auf C, 1 und 2, E, G, B, F, E, D, D, E, D. Und tiefes A. Wir machen weiter in Takt 5. Der entspricht genau dem in der Zeile drüber. Takt 5. D, D. A, D. F, E, D, D. Takt 5 und 6. Zweiter Finger liegt auf D. 2, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3. Takt 7 und 8, C, 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 G, G, F, E, D, 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 E, D. Takt 7 und 8, Achtung! Die Melodie in der rechten Hand bis zum Takt 8 und gemacht. Schaltet auf Pause und spielt die Melodie der ersten beiden Zeilen mindestens 5-mal für euch alleine. Wir spielen jetzt miteinander bis dahin die linke Hand. In Takt 1 haben wir die Grundstellung vom D-Moll-Akkord und wir spielen D, F, A. Takt 2 genauso, 1 und 2 und im Takt 3 geht die Hand einen Ton abwärts mit dem kleinen Finger aufs C und wir spielen. Und in Takt 4 zurück auf D.
Wir spielen jetzt Takt 1 bis 8 mit beiden Händen, aber langsam. Erster Finger auf den tiefen A. Die dritte Zeile ab Takt 9 hat in der rechten Hand einen komplizierteren Rhythmus. Schauen wir mal auf die Noten. Ihr seht hier die Melodie, die geht D und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ich schreibe es mal rein. 1 und 2, das geht mit der Maus etwas schwierig und hier die Überbindung, das ist die Viertel 3 und die 4 wird noch übergebunden, 4 und das letzte Achtel ist die 4 und ich spiele den Takt nochmal 1 und 2 und 3 und 4 und jetzt wieder 3 Achtel, 1 und 2 und 3 und auf 4 ist Pause. Ich spiele nochmal die schwierige Stelle, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und Pause. Jetzt spielt mit. Daumen liegt auf D und 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Gut gemacht. Es geht weiter im zweitletzten Takt. Ihr seht die Viertel, das ist die 1 und die übergebundene Achtel, die 2. Und auf die 2 und sind 2 Sechzehntel. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Takt 11. Und jetzt mitspielen. Fünfte Finger liegt auf A. 1 und 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4 und wir spielen miteinander ab Takt 9 die rechte Hand. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und prima gemacht. So, das war jetzt etwas viel Theorie. Wir gehen an die Tasten und spielen die letzte Zeile mit zwei Händen zusammen. Takt 9. Beide Hände in der D-Grundstellung. Die linke Hand wechselt vom D nur zum C und wieder zum D. Wir beginnen Takt 9. Links D-Moll, rechte Hand Daumen auf D.
und eins und zwei, E, F und vier und eins und zwei, U und drei und vier und. Und die letzten beiden Takte, A, eins und zwei, U und jetzt zehn. Wir wiederholen nochmal miteinander ab Takt 9 bis zum Ende. Und Pause. C-Akkord. Das war klasse, wenn ihr das schon spielen könnt. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde und Happy Playing!